Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehre. Sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Meine Damen und Herren, willkommen hier ist Extra 3. Danke schön. Vielen herzlichen Dank. Und ich kann Sie direkt beruhigen. Liebe Zuschauer, keine Angst, wir haben heute wirklich nichts über Christian Wulff. Gar nichts. Er ist ja nicht mehr da. Ne, hat sich in ein Kloster zurückgezogen. Wahnsinn. Erst CDU, dann die Freundschaft mit Maschmeyer, jetzt die katholische Kirche. Der arme Kerl kommt aber auch aus dem zwielichtigen Milieu irgendwie nicht raus. Tragisch. Tragisch. Für die deutsche Politik ist das schon ein herber Verlust, dass Wulff nicht mehr da ist. Wer steht denn jetzt noch für Sex und Glamour in der Politik? Wer denn? Ich kann es Ihnen sagen. Nur noch die Junge Union in Schleswig-Holstein. Ja. Doch, wenn man genug getrunken hat. Der CDU-Nachwuchs im Kreis Steinburg versucht gerade auf eine sehr unkonventionelle Art neue Mitglieder zu rekrutieren. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Ein JU-Mitgliedantrag auf einem Bierdeckel. Ja, ich bin dabei. Ich will Mitglied der Jungen Union werden. Ich habe genug gesoffen und finde alles gut. Na dann Prost, würde ich mal sagen. Alicia Anker und Tobias Lickes fühlten sich direkt angesprochen. Freitag, 23 Uhr. Im Cheyenne-Club steigt Itzehoes heißeste Party. Das Motto Sexy and JU know it, also Sexy and Junge Union know it. Ein Motto, das Lust auf Politik macht. Junge Union, ja, finde ich gut von der Jungen Union, weil dann kann man auch nicht kippen. Zum Kippen gibt's Junge Union Specials. Weizen 2,50, Jägermeister 1,80. So erreicht man Jugendliche. Und die jungen Leute interessieren sich brennend für die Inhalte der Jungen Union. Warum bist du denn heute Abend hierher gekommen? Zum Party machen. Und weil du dich politisch engagieren willst? Eventuell. Dafür bin ich ja hier. Ich will mich auch informieren darüber. Was trinkst du da? Jägermeister Energy. Was sonst? I'm sexy and I know it. Stilvolle Drinks und entspannte Musikuntermalung. Ideale Voraussetzungen, um junge Mitglieder für die Partei zu gewinnen. Denn wer auf einem Bierdeckel unterschreibt, wird Mitglied bei der Jungen Union. Und erhält seinen Eintritt zurück. 3 Euro. So geht politische Nachwuchsarbeit. Hätten wir einen Kugelschreiber dabei, würden wir das ja vielleicht noch raus. Nein, nein, sag das nicht! 2 Uhr. Die Inhalte der Jungen Union wirken immer besser. Die Macher der Party können stolz sein. Politische Disco, Sionen und Begeisterung für die Junge Union, wohin man schaut. Und was sagen die von der Jungen Union dazu? Lieber nichts. Schade. Warum bist du heute Abend hier? Weil ich mit meiner Freundin mal so richtig einen feiern will. Bei der Jungen Union? Nein. Am Ende des Abends kennt jeder in Itzehoe die Junge Union. Ich hab davon noch nie gehört, ehrlich gesagt. Willst du Mitglied werden bei der Jungen Union? Was ist die Junge Union? Das ist die Jugendorganisation der CDU. Ja, eigentlich schon. Eine rundum gelungene Aktion. Danke, Junge Union! Ja, man muss einfach die richtigen Argumente haben. Ich glaube, ich unterschreibe auch. Ich denke mal drüber nach. Die Junge Union. Brillante Idee. Aber die Gewinner der Woche sind für mich eindeutig die gesetzlichen Krankenkassen. Ich habe immer gedacht, die hätten noch weniger Geld als Griechenland. Nee. Die haben Milliardenüberschüsse erwirtschaftet. Aber das Geld wollen sie natürlich nicht an die Versicherten verteilen. Nein, sie sagen, sie wollen mit dem Geld sicherstellen, dass die Beiträge auch in Zukunft stabil bleiben. Aber das heißt ja, die Beiträge waren bislang zu hoch. Denn sonst könnte es ja keine Überschüsse geben. Und die zu hohen Beiträge sollen jetzt dafür eingesetzt werden, die Beiträge auch in Zukunft zu hoch zu halten. Ja, ich glaube, so ist es. Die Kassen nennen das gerecht. Okay.
Die Kassen sagen, das ist gerecht. Mediziner würden sagen, eine klare Indikation für den Besuch beim Neurologen. Aber egal. In der Politik wird zurzeit natürlich ganz aufgeregt überlegt, was man jetzt macht mit dem Geld, mit dem Überschuss. Kann man es den Kassen wieder abnehmen? Die FDP will die Praxisgebühr abschaffen, weil sie meint, die wäre teuer, sinnlos und schlecht für die Menschen in diesem Land. Ist richtig, aber das ist die FDP auch. Ja, die kriegen wir auch nicht abgeschafft. Es ist ja nicht so einfach. Ich würde Folgendes vorschlagen. Vorschlag zur Güte. Wenn die Kassen kein Geld rausrücken wollen, dann sollen sie einfach mehr leisten. Dann würde ich sagen, dann sollen sie halt in Naturalien bezahlen und uns beim Arzt mal einen ausgeben. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem Familienfoto beim Röntgenarzt? Ne? Oder eine schöne... Einfach mal eine schöne Happy Hour. Gibt's doch auch anderswo. Ne? Zwei Darmspiegelungen zum Preis von einer. Sonderangebot. Einmal zahlen, einmal gratis. Ne? Happy Hour. Hour, Hour. Oder attraktive Rabatte. Hier. Ne? Den 10. gibt's umsonst. Dann können die Kassen von mir aus auch mehr Geld haben. Dann bin ich d'accord. Dann ist das okay. Mehr Geld für die Kassen, das hat sich auch unser Reporter Tobias Schlegel auf die Fahnen geschrieben. Berlin Alexanderplatz. Tobias Schlegel ist in die Hauptstadt gekommen, um den armen Krankenkassen zu helfen. Denn 19,5 Milliarden Überschuss sind nicht genug. Und deswegen wird jetzt gesammelt. Wir sammeln für die Krankenkassen. Was? Für die Krankenkassen, dass wir noch mehr Gewinne machen. Ja, natürlich. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Tschüss. Haben Sie ein bisschen Geld für die Krankenkassen? Kriegen wir hier noch von mir. Wir brauchen noch mehr. Ja, die haben ja schon gewonnen. Ja, aber kann doch noch mehr sein. Noch mehr. Noch mehr? Ja, noch mehr. Ja, ja, noch mehr Kohle für die Krankenkassen. Denn aufrunden ist besser als abrunden. Und deshalb, wir machen die 20 Milliarden voll. Entschuldigung, haben Sie eine kleine Spende für die armen Krankenkassen? Nein, die sind nicht arm, die haben Millionen. Ja, 19,5 Milliarden. Ja. Wir wollen aber 20 Milliarden haben. Ach so, na ja, denn sollen die für den Krankenkassen zusammenschließen. Früher hat es auch nur die AOK gegeben und auch die Barmer Ersatzkasse für die Angestellten und dann war es aus. Da braucht man nicht so viel Direktoren und Angestellte und was weiß ich. Dann ist auch Geld da für die Kranken. Noch mehr Gewinne? Ja, 20 Milliarden. Ja, dann möchte ich erst mal was zurückhaben. Haben Sie nicht irgendwas im Portemonnaie für die Krankenkassen? Nee. Gucken Sie mal. Nee. Was ist das? Was war das? Ein Glückscent. Ein Cent war das? Ein Glückscent. Ach, das ist ja nett. Ja. Aber wenn Sie einen Cent haben, da haben Sie bestimmt noch 50 Euro, oder? Nein. Okay, mehr ist hier wohl nicht zu holen. Dann mal los zu den Krankenkassen. Schließlich wollen wir das Schwein heute noch abgeben. Und zwar hier. Auf einer Pressekonferenz der DAK, stellvertretend für die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Tobias Schlegel wird hier gleich eine frohe Botschaft verkünden. Das wird Herrn Rebscher von der DAK sicher freuen. Schlegel, mein Name. Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe nämlich für Sie gesammelt, damit Sie noch mehr Gewinne anhäufen. Und ich habe probiert, für Sie die 20 Milliarden vollzumachen. Und es ist nicht ganz 20 Milliarden geworden, aber es ist einiges zusammengekommen, immerhin. Und das würde ich Ihnen gerne stellvertretend überreichen. Ja, wir freuen uns, dass die Kollegen extra da, drei auch dabei sind. Ja. Bitte schön, Herr Rebscher, stellvertretend für alle gesetzlichen wunderbar. Krankenkassen. Das dürfen Sie knacken. Alles Gute. Ja, danke. Weiter so. Da ist mir nichts drin, ja? Na, zur Sicherheit lieber noch mal nachgucken. Denn, liebe Krankenkassen, ihr wisst doch, wer den Cent nicht ehrt, ist den Milliardenüberschuss nicht wert. Danke, Schlegel. Und danke natürlich auch an Alicia Anker und Ronja Niendorf. So, meine Damen und Herren, das hier ist die neue Bildungsstudie der Bertelsmann Stiftung, der Chancenspiegel. Ja, Chancenspiegel, der Name ist neu, das Ergebnis kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Das deutsche Schulsystem ist ungerecht. Kinder aus armen Familien haben es ungleich schwerer. Ich denke, da scheint immer noch das alte Ständewesen durch. Wenn der Vater Handwerker war, wird auch der Sohn Handwerker. Wenn der Vater Akademiker war, wird auch der Sohn Akademiker.
Und wenn der Vater keine Idee hat, was man mit dem Leben Sinnvolles machen kann, dann wird auch der Sohn BWLer. Ja? Das war ja früher. Und dabei ist inzwischen allgemein bekannt, es würde durchaus helfen, Kinder in Grundschulen länger gemeinsam lernen zu lassen. Aber dagegen hat sich ja zum Beispiel das Hamburger Wutbürgertum auf spektakuläre Art und Weise verwahrt. Ja, nein, das geht so nicht. Da sollen der Malte und die Franziska bitte möglichst schnell aufs Gymnasium. Ja, bloß nicht zu lange noch mit Ahmed und Cindy in der Klasse sitzen. Das geht nicht. Nein, nein, nein. In Hamburg nimmt man sich da lieber Bayern zum Vorbild. Elitenförderung in Bayern funktioniert ja wunderbar. Bayern ist ja das Vorbild in Sachen Elite. Schauen wir uns die bayerische Elite mal an. Freiherr zu Guttenberg, Markus Söder, Lothar Matthäus. Ja. Ein Abschreiber, ein Ätzer und eine hohle Nuss. Also für die Elite hätte als Schulsystem auch 10 Jahre Baumschule für alle gereicht. Das deutsche Schulsystem, ein Filmtipp von Jasmin Al-Safi. Das ist die Geschichte von Kevin. Kevin mit 2 F. Der Schüler hat ein großes Ziel. Er will einen guten Schulabschluss in Deutschland machen. Ich möchte so gerne Abitur machen. Was machen denn deine Eltern? Meine Mama ist Gebäudereinigerin und mein Papa ist leider arbeitslos. Dann wird das wohl nichts mit dem Gymnasium. Aber... Es sei denn, du wechselst auf eine Oberschule nach Bremen. Da kann eigentlich jeder Abi machen. An diesem ausgeklügelten Schulsystem arbeiten die Kultusminister schon seit Jahren. Dabei kommen sie auch immer wieder auf neue Ideen. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn man schon nach 12 Jahren das Abitur machen kann? Ja, aber nicht bei uns in Rheinland-Pfalz, außer an Ganztagsschulen. Ja, mei, das kann doch jeder machen, wie er mag. Hauptsache ist doch, die aus Berlin mischen sich nicht ein. Ja, darauf trinken. Ja, super. Wo ist das Frosting? Rosan. Kevin und den anderen Schülern ist schon ganz schwindelig von dem Hin und Her in der Schulpolitik. Gut, dass der Lehrer ihnen das nochmal erklärt. Heute haben wir das deutsche Schulsystem. Was ist ein deutsches Schulsystem? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, das Schulsystem ist was ganz Besonderes. In Hamburg zum Beispiel, hier wird Stadtteilschulen, in NRW aber nicht. In Brandenburg dauert die Grundschule 6 Jahre, in Hessen aber nur 4. Und auf einer Gesamtschule kannst du kein Abi machen, es sei denn, die hat auch eine Gymnasialoberstufe. Soweit verstanden? Die Schüler versuchen in kleinen Arbeitskreisen das Schulsystem zu verstehen. 6 Jahre Grundschule? Nee, 4 Jahre. Ich dachte 6. Ist das der neue Lehrplan? Ja, von MacPom. Der serviert sich. Kann ich euch nicht leisten. Sag mal her. Was sind denn nur die Vorteile des föderalen Schulsystems? Was ist denn daran so witzig, Bürschchen? Ach, ich dachte, Sie meinen das ironisch. Eigentlich will ich doch nur ein einheitliches Schulsystem. Ein einheitliches Schulsystem. Doch ein einheitliches Schulsystem wird es wohl so lange nicht geben, wie Annette Schavan Bildungsministerin ist. Die Annette. Irgendwie hatte ich die Feuerzangenbowle anders in Erinnerung, aber egal. So, uns allen steht ein Titanenkampf bevor, nämlich die Bundespräsidentenwahl. Jawohl. 2 Kandidaten, eine Bundesversammlung. Joachim Super Gauck gegen Beate Klatsche Glasfeld. Am kommenden Sonntag in der Reichstagsarena. Ja. Ich denke, es wird ungefähr so spannend wie Bayern München gegen Barfuß Kairo. Aber manchmal gibt es ja doch eine Überraschung, wenn da die prominenten Wahlleute ausscheren. Das sind ja auch Promis, Schauspieler und andere Nulpen, die da mitwählen dürfen. Die kriegen natürlich eine Anweisung, wen sie wählen sollen, aber sie halten sich niemals dran. Wer könnte es diesmal sein? Meinetwegen Otto Rehhagel ist ja mit dabei für die CDU. Ne? Also für die Union soll er Gauck wählen, ob das gut geht. Rehhagel, Gauck, ich meine, Gauck hat was gegen Mauern. Rehhagel eher nicht, also bei dem ist die ganze Taktik auf Mauern ausgerichtet. Also vielleicht wird es doch noch ein bisschen spannend. Was waren die Highlights der letzten Woche? Hier ist abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten.
Mal wieder Neues vom Asse-Schlamassel. Heute hat Bundesumweltminister Röttgen zum ersten Mal in seiner Amtszeit das Bergwerk Asse besucht. Nach nur 2,5 Jahren, da hat er gestaunt, der Atomnobby. Was soll man dazu sagen? Natürlich soll er sagen, wann es endlich mal losgeht. Ja, genau, Herr Bundesstrahlemann. Wann holt ihr es raus, das verrottete Atomgelöt? Es muss schnellstens raus. Und das müssen und wollen wir schaffen. Es muss so raus, dass es auch klappt. Kann ja auch nicht so schwer sein. Sind doch nur 126.000 Fässer. Bisher weiß man nicht, wie man diese Matsche aus Rost, Wasser, Salz und radioaktivem Material wirklich greifen kann. Muss ich wohl vorher noch schnell einen Spezialrost-Wasser-Salz-radioaktives-Material-Matschegreifer erfinden. Und dann kommt bestimmt bald alles in Ordner. Ordnung. Neues vom Hindukusch. Mensch, Mutti, freu dich doch mal. Ist vielleicht dein letzter Besuch in Afghanistan. Die Taliban sind so gut wie weich gekocht. Der Frieden ist servierbereit. Er ist noch nicht an dem Zustand, wo man sagen könnte, wir können heute hier abziehen. Was? Und deshalb kann ich auch noch nicht sagen, schaffen wir das bis 2013, 2014. Wir dachten, 2014 ist Schluss. Und jetzt kippt Mutti eine andere Richtung vor. Das löst doch Verwirrung aus. Äußerungen der Bundeskanzlerin lösen nie Verwirrung aus. Na dann. War sonst noch was? Ach ja, diese Schützenbrüder haben was gegen dieses schwule Schützenkönigspaar. Das öffentliche Auftreten als gleichgeschlechtliches Königspaar ist mit der christlichen Tradition der Bruderschaften nicht vereinbar. Mein Lebenspartner, dem habe ich gerade schon eine SMS geschickt. Es geht ihm ganz schön auf die Nerven. An den Nieren, sagen wir mal so. Also uns geht's auf den Sack. War das vom Kollegen Matthias Grübel. Ja, in Nordrhein-Westfalen gibt es Neuwahlen. Und auf das Ergebnis darf man einigermaßen gespannt sein. Es gibt mehrere Szenarien. Entweder gibt es nach der Wahl Rot-Grün oder aber Rot-Grün. Oder vielleicht auch Rot-Grün. Ich denke, auf eine der drei Möglichkeiten wird es wohl hinauslaufen. Das kann man so sagen. Norbert Röttgen will ja als Spitzenkandidat für die CDU antreten. Warum hat er überhaupt Zeit? Sagen Sie mal. Der ist doch Umweltminister. Der soll ein Endlager suchen, Mensch. Und zwar für den Atommüll, nicht für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Mann, was soll denn das? Aber ja, wir haben es gerade gesehen. Röttgen will ja jetzt immer. Mein Gott, nervt der Typ da hinten. Das ist ja nicht aussehen. Er will immerhin das marode Atomlager Asse leerräumen. Also er hat es erstmal nur beschlossen. Wann das passiert, ist keiner. Also es ist ja wirklich auch sehr kompliziert und es dauert wahrscheinlich 30, 40 Jahre. Wann man da anfängt, es ist ja schön, sowas erstmal zu beschließen. Das kennt man aus dem eigenen Leben, etwas zu beschließen, kann sehr entlastend sein. Ich weiß noch, wie befreiend das war, als ich beschlossen habe, den Keller aufzuräumen. Damals, vor 6 Jahren, ist noch nichts passiert, aber es geht mir seitdem besser. Das kann ich so sagen. Und wenn die Asse dann leergeräumt ist, dann könnte der Röttgen auch noch mal über die rostenden Atommüllfässer in Brunsbüttel nachdenken. Irgendwann, bei Gelegenheit, wenn es denn passt. Kein Stress. Eilt ja nicht. Die Werbung von Tobias Döll. Hier in Brunsbüttel, Schleswig-Holsteins ältestem Atomkraftwerk, passen Mitarbeiter wie Fiete Jansen und Hein Peters auf die Atommüllfässer auf. Dabei haben sie viel Zeit. Denn die Atommüllfässer im Keller richtig schön verrosten zu lassen, dauert Jahre. Um das zu erreichen, sollte man überhaupt nichts tun. Und nichts tun ist das, was man im AKW Brunsbüttel am besten kann. Nur so entfalten die Atommüllfässer ihre einzigartige Strahlung. Wattenverfall. So, meine Damen und Herren. Jetzt aber noch zu einem ganz anderen Thema. Europa atmet auf, der Schuldenschnitt für Griechenland ist beschlossen. Aber was heißt das nun genau? Wir haben zu diesem Thema einen Experten eingeladen, der uns den Wirtschaftswahnsinn sehr anschaulich erklären kann. Er gilt als der freie Radikale des deutschen Kabaretts. Herzlich willkommen, H.G. Butzko! Applaus
130 Milliarden. 130 Milliarden bekommt Griechenland überwiesen. Und Angela Merkel sagte, das war nach Abwägung aller Argumente die beste Lösung. Als ich das hörte, habe ich gedacht, schau mal an die Merkel, ich bin nur Kabarettist, die ist ein richtiger Komiker. Im Gegenzug. Im Gegenzug verzichten die Banken auf 50% ihrer Forderung. Das ist ein großes Opfer. Stell dir vor, ich gebe dir 100 Euro und will von dir 1000 Euro zurück. Und dann verzichte ich auf 50% meiner Forderungen. Na, merkst du auch, für wen von uns beiden das ein großes Opfer ist? Aber diesen Schuldenschnitt haben sie doch nur gemacht, damit der Euro-Rettungsschirm um Gottes Willen bloß nicht noch mehr strapaziert wird. Weil der ist ja super, dieser Euro-Rettungsschirm. Wie funktioniert der eigentlich? Ich dachte ja immer, wie ein Schirm. Den spannt man auf, hält ihn über den Kopf, dass man nicht nass wird, wenn es von oben regnet. Den Euro-Rettungsschirm aber, den spannt man auf, dreht ihn um, stellt ihn mit der Spitze nach unten auf den Boden, dass der eine Schüssel bildet. Und jetzt gibt es, sagen wir mal, 17 Länder, die beschließen, wenn ein Land von uns seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, wirft es sie einfach in diese Schüssel rein und die restlichen 16 Länder übernehmen dessen Schulden. Wer jetzt den Sprung in dieser Schüssel suchen will, sollte nicht im Schirm nachgucken, sondern bei den Leuten, die sich das ausgedacht haben. Denn wie hat man sich das vorzustellen? Ein Land, nennen wir es mal Griechenland, hat ganz viele Schulden. Dann kommt eine Ratingagentur daher und sagt, schau mal, Griechenland hat zwar nicht mehr so viele Schulden, aber immer noch so viele Schulden, dass man sagen kann, ach, immer noch so viele Schulden. Und dann sagt diese Ratingagentur, wer den Griechen jetzt noch Geld leihen will, sollte dafür ganz hohe Zinsen verlangen. Das ist zwar ungefähr so, als würdest du einem Patienten nach einem Kreislaufkollaps als Erste-Hilfemaßnahme die Gurgel zudrücken. Aber weil diese Agenturen sowas raten, deswegen heißen die auch Ratingagenturen. Jedenfalls kann es nach wie vor passieren, dass Griechenland irgendwann sagt, wir können nicht mehr, schmeißen ihre Schulden in den Schirm rein und die übrigen 16 Länder übernehmen dann zu den eigenen Schulden noch griechische Schulden dazu. Für Deutschland und Frankreich ist das kein Problem. Werfen wir aber jetzt mal einen Blick auf das Schwächste der übrigen 16 Länder, nennen wir es mal Spanien. Hat zu den eigenen jetzt noch griechische Schulden dazu bekommen. Was passiert? Eine Ratingagentur sagt, aber guck mal, Spanien, ganz schön viele Schulden. Wer denen jetzt noch Geld leihen will, sollte dafür ganz hohe Zinsen verlangen. Und da können die Spanier auch nicht mehr und schmeißen auch ihre Schulden in die Schüssel rein. Bleiben noch 15 Länder. Für Deutschland und Frankreich immer noch kein Problem. Betrachten wir jetzt das Schwächste der übrigen 15 Länder, nennen wir es mal Italien. Hat zu den eigenen jetzt noch griechische und spanische Schulden dazu bekommen. Was passiert? Eine Ratingagentur sagt, boah, schau mal, Italien, ganz schön viele Schulden. Ihr merkt, worauf das hinausläuft. Was Angela Merkel einen Schutzschirm nennt, kenne ich noch aus meiner Kindheit als Reise nach Jerusalem. Nur mit einem Unterschied. Wer damals als letzter übrig blieb, war der Gewinner. H.G. Busco. Wiedersehen. Ja. H.G. Christian, vielen Dank für diese aufschlussreichen Ausführungen. Was mir immer auffällt, ist ja, wir meckern gerne über faule Südländer, fahren aber trotzdem gerne in diese Länder in Urlaub. Ja, wir fahren ja nicht nach Schwaben oder so, wir fahren durchaus nach Griechenland, Italien, Spanien. Ich glaube, wir sehen uns eben auch danach, dass Menschen mal nicht so verrückt arbeiten wie wir. Sonst würden wir wahrscheinlich nach Schwaben fahren oder eben nach Leverkusen. Ja, Leverkusen uns vors Bayerwerk setzen und mit einem Fernglas die Stechuhr beobachten. Machen wir aber nicht, habe ich zumindest noch nie gehört. Ich meine, ist deshalb dieses deutsche Gemecker über faule Südländer, ist es nicht einfach auch ziemlich, ja, verlogen? Ein bisschen schon. Ja, weil wir müssen ja in Wahrheit gar nicht die Griechen retten, sondern unsere Banken. Weil die haben den Griechen Geld geliehen und kriegen sie das nicht wieder, gehen sie pleite. Das heißt also, wenn du jemandem Geld leihst und siehst das nicht wieder, ist das dein Pech. Wenn Banken Geld verleihen und sehen es nicht wieder, ist das dein Pech. Okay. Ja? Du merkst einen Unterschied, ja? Ich beginne zu begreifen. Aber es ist ja schon so, dass viele Politiker uns darstellen, jetzt uns Deutsche, als den starken Mann Europas. Wir haben diese Krise vorbildlich überstanden. Wir sollten auch Vorbild sein für andere Nationen. Ja, wunderbar. Weshalb sind wir so gut aus der Krise raus? Oder
noch mittendrin durch, noch nicht ganz, weil wir doch so viele Sachen verkauft haben ins Ausland. Die Griechen haben doch deswegen unter anderem diese Schulden, weil sie unsere Sachen gekauft haben. Also wenn wir jetzt das Vorbild für die Griechen sind, dass sie es machen sollen wie wir Deutschen, wer macht dann für die Griechen die Griechen? Gute Frage. Wer macht für die Griechen die Griechen? Da hat man sich noch nicht so richtig geeinigt. Ne? Also wo sich alle einig sind, ist ja das Thema Ratingagenturen. Ja. Wirklich, tatsächlich von Philipp Rösler bis Gregor Gysi, alle sind sich einig, die Ratingagenturen dürfen so nicht weitermachen. Die stufen da von Amerika aus halb Europa runter. Was ist das mit diesen komischen Ratingagenturen? Die sind super. Es gibt ja nur drei auf der ganzen Welt, allein wie die schon heißen. Ich sage immer Nomen est Omen. Weil einer heißt ja Standard and Poor. Ja. Also auf Deutsch Norm und Arm. Die zweite heißt Moody's, übersetzt launisch. Und die dritte Fitch, auf Deutsch Iltis. Ja, und so bescheuert das auch klingen mag, wenn wir das zusammenfassen, kommen wir der Wahrheit sehr nahe. Denn dann heißt das, wenn der Iltis launisch wird, sind wir normalerweise arm. Hagi, du hast dich ja sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Hast du denn bei deinen Recherchen jetzt noch mal ganz ernsthaft gefragt, hast du irgendeinen Lösungsansatz entdeckt? Also ganz ernsthaft Tausende und viele Bekloppte. Aber was tatsächlich sich rauskristallisiert ist, wir bräuchten meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft, wie beim Atomausstieg oder bei der Umweltpolitik, bräuchten wir mal eine breit angelegte Debatte über Geldschöpfung. Solange alles Geld, das uns zur Verfügung gestellt wird, aus Krediten stammt, die zurückgezahlt werden müssen, und zwar plus Zinsen, und das Geld für diese Zinsen uns aber gar nicht zur Verfügung gestellt wird. Die Zinsen müssen aus dem Geld bezahlt werden, was aus den Krediten stammt. Und mit anderen Worten, die Banken wollen von uns mehr Geld zurückhaben, als sie uns gegeben haben. Solange das so ist, hat noch die Politik gar keine andere Möglichkeit, als Schulden mit immer neuen Schulden zu bezahlen. Ja, und wie lange geht das gut? Das ist die Frage. Ne? Ja, frag dich einfach, wie lange kannst du einen Leukämie-Patienten mit Eigenblut therapieren? Ja. AG Butzko, danke. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Ja. Und das war's von uns, das war extra drei. Jetzt geht's hier weiter im NDR mit dem Medienmagazin Zapp. Zapp schaut heute auf die Hassliebe zwischen Politikern und öffentlich-rechtlichen Sendern. Und übermorgen am Freitag, das darf ich Ihnen auch sagen, heißt es wieder mal extra drei live, nämlich auf der Bühne im Hamburger Knust. Hamburg steht auf, laut lachen gegen Nazis, ist das Motto. Es gibt ein großes Nazi-Quiz. Wer wird Nationär? Johannes Schlüter alias Jean-Jacques Bidet tanzt Schimpfworte des Führers. Und auch unser Hitlersprecher Robert Missler verliest Zuschauer Schmähbriefe als Hitler. Man darf sich freuen. Und Tobias Schlegel legt auf im Anschluss. Auch das lohnt sich. Alles weiter auf unserer Homepage www.x3.de. Und hier noch zum Schluss als besonderes Schmankerl die schönsten Nazi-Beschimpfungen aus den neuesten nationalen Nachrichten. Tschüss. Neueste nationale Nachrichten. Wer hat euch eigentlich das Hirn frittiert, ihr Würstchen? Ihr dämlichen Hackbraten von der NPD. Was ist nur aus meiner Bewegung geworden? Intellektuelle Kleingärtner, notgeile Steinsböcke. Wenn ich könnte, würde ich euch alle zur Adoption freigeben. Ihr Einzeller. Ihr erbärmlichen Milchbrötchen. Ihr Quarkbeutel! Ihr Hackfressen, Speckbirnen, Gulaschgesichter, Dumpfnudeln, Kindertellerbesteller, Wurstwasserliebhaber! Sie Nacktschneckenstreichler, Knödelklops, Bumsbratze, Vollpfosten, geistige Ofenkartoffel! Sie Analphabet, Arschakrobat, Mehlmütze, Sie Vollspacke, Sie gehirnamputierte Gesichtselbeter! Sie hässlicher Rollmops! Haben Sie etwa Pferdeäpfel geraucht, Sie Ponybesteiger, Sattelpupser, Stuten, Stuhler, Hufeisenlutscher! Sie Flachbratze! Sie Vollpfosten! Sie Bumsgesicht! Sie Bumsknödel, Gülleschleuder, Enddarmakrobat, Hämorrhoidenpapst, Mehlmütze, Steckdosenbefruchter, Wettretten!